Was ist der ökologische Rucksack? Der ökologische Rucksack zeigt die Menge der Ressourcen, die für die Herstellung, den Gebrauch und die Entsorgung eines Produktes nötig sind. Beispielsweise wird für die Herstellung von Baumwollbekleidung sehr viel Wasser verbraucht, sowie Pestizide und Düngemittel. Die Bekleidung muss natürlich noch transportiert werden. Kleidung, die getragen wird, muss auch gewaschen werden. Für den Gebrauch gehen also Energie, Wasser und Waschmittel drauf. Somit ergeben alle benötigten Ressourcen eine höhere Gesamtmenge als das Endprodukt. Rechnet man den gesamten Ressourcen- und Energieaufwand zusammen, ergibt sich für 1 Kilo Jeansmaterial ein ökologischer Rucksack von 53 Kilogramm. Der Faktor ist 53.